Guten Morgen. Ich habe mir heute nur einen Quark gemacht mit ein bisschen Obst drin, Mango und ein bisschen Zucker noch zusätzlich rein. Und den esse ich jetzt. Und dann hören wir uns später wieder. Bis dann. Ciao. Heute mal nach ganz, ganz langer Zeit so ein Mettbrötchen. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich das gegessen habe, mit ganz vielen Zwiebeln drauf. Und das hat mir ein Freund vom Metzger mitgebracht. Da haben wir vor ein paar Tagen mal drüber geredet. Und da hat er gesagt, ja, wenn er das nächste Mal beim Metzger ist, bringt er mir eins mit. Und prompt war es heute da. Also Mittagessen. Und der Kleine ist einfach ein paar Wiener. Also dann, ciao. Von gestern Abend gibt es noch Reste. Ich habe mal wieder viel zu viel gekocht. Dinkelmakaroni mit Schweinebauch und Tomatensoße. Und das essen wir jetzt. Und dann hören wir uns wahrscheinlich heute nicht mehr. Und dann hören wir uns dann halt morgen früh. Also dann, ciao. Unser Abendessen heute: Rahmgulasch mit Spätzle und grünen Bohnen im Speckmantel. Und es ist so viel geworden, da werde ich wahrscheinlich morgen Mittag nochmal von essen. Und ja, das essen wir jetzt. Und dann hören wir uns morgen wieder. Also dann, ciao. Guten Morgen. Wobei ich sagen muss, bei mir ist es schon fast Mittag. Es ist schon 20 vor 11. Der Tee ist mittlerweile eiskalt. Ich hatte noch keine Zeit, überhaupt einen Schluck davon zu trinken. Ja, erster Kindergartentag wieder. Und natürlich, was passiert? Wir verschlafen natürlich gleich. Und ja, dann in einer Tour ging das Telefon, dann kam Besuch, unangekündigt und. Kurz nach 8 schon und ja, jetzt wird erstmal der Tee nochmal aufgewärmt und dann getrunken. Und dann schauen wir mal weiter, was heute noch so weiter los ist. Aber guter Start in die neue Saison der Kindergartenzeit. Also dann, ciao. Hallo, mein Mittagessen von gestern sind ein bisschen Bohnen übrig gewesen und Spätzle und Gulasch natürlich. Das esse ich jetzt und was ich gestern Abend vergessen hatte zu filmen, waren die Toffifees, die ich noch genascht habe. Und ja, die Toffifees werde ich mir dann auch noch reinhauen und ich bin heute ziemlich groggy, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich ja beim Frühstück schon gesagt, dass in einer Tour heute irgendwas los ist. Und kaum hatte ich meinen Tee gefilmt, hat schon wieder das Telefon geklingelt. Dreimal. Und ein anderer Freund war auch noch da. Und ja, jetzt ist es 2:30. Und ich esse jetzt erst zum Mittag. Und in einer Stunde kommt mein Sohn heim. Super. Also dann, ciao. Guten Morgen. Ich habe mir heute wieder ein Schokomüsli gemacht mit Cornflakes und dazu gibt es einen Milchkaffee. Ja, und dann muss ich auch schon den Kleinen wegbringen und habe dann noch einen Termin. Also dann, ciao. Mein Mittagessen heute. Ja, ich war heute Vormittag unterwegs und morgen wird es wahrscheinlich auch nicht viel anders ausschauen, weil ich den ganzen Tag Termine habe. Ich habe hier eine Scheibe Dinkel-Sandwich-Toast, zwei Stückchen mit Garnelen in Dillsoße, ein mit rohen Schinken und einen mit Roastbeef. Ja, das esse ich jetzt und dann muss ich fast schon wieder los den Kleinen holen. Also dann, ciao! Hallo, unser Abendessen heute: Vollkornspaghetti mit Tee-Tee-Soße und Kapern. Die Kapern hat der Kleine natürlich nicht drin, die mag er nicht. Und ja, das essen wir jetzt. Da kommt gleich noch ein bisschen Käse drauf. Den habe ich jetzt vergessen mit drauf zu tun vom Film. Und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao. Guten Morgen. Heute mal wieder ein ganz stressiger Morgen. Der Kleine trödelt in einer Tour umeinander. Ich habe mir jetzt nur einen Coa wach gemacht und ich hatte heute auch nur 2 Stunden Schlaf. Ging gar nichts heute Nacht. Und ich bin wie gerädert, aber ausgerechnet heute habe ich natürlich gleich
6 Termine hintereinander. Alles, bis der Kleine wieder aus dem Kindergarten kommt. Also dann, ciao. Bis später. Hallo, mein Mittagessen heute, die Reste von gestern. Also die Spaghetti mit Thunfisch-Tomatensauce. Und ein paar Garnelen, die ich auf dem Brot hatte, habe ich auch noch mit reingepackt. Und ja, das esse ich jetzt. Und ja, dann hören wir uns spätestens zum Abendessen wieder. Bis dann, ciao. Hallo, unser Abendessen heute. Es gibt heute Dinkelpfannkuchen. Ich habe mir selbstgemachte Zwetschgenkonfitüre reingetan und Ahornsirup obendrauf. Weil im Teig tue ich nie Zucker rein. Muss nicht sein, weil wir ja eh was Süßes drauf tun. Und da sparen wir uns einfach. Und ja, hier im Hintergrund steht noch so ein kleines Auto. Das ist von einer Nachbarin. Die hat Jaden eine Zeitschrift besorgt mit Spider-Man. Und da war so ein Spider-Man-Auto dabei. Jaden, dreh's mal um. Dreh's mal um, dass man es von vorne sieht. Danke. Ja. Das hatte sie ihm versprochen und dass sie ihm so eine Zeitschrift besorgt. Und das hat sie jetzt vor 2 Tagen gemacht. Und das ist sein absolut neues Lieblingsauto. Gut, dann war's das erstmal. Und wir hören uns dann wahrscheinlich erst morgen früh wieder. Bis dann. Ciao.